Liebe Besucher, auch in diesem Jahr zeigen wir wieder spannende Ausstellungen im Ludwig-Museum und ich würde mich sehr freuen, Sie hier im Hause begrüßen zu können. Wir starten gleich im Februar mit Grimanissa Amoros, einer wunderbaren New Yorker Videokünstlerin, Video- und Lichtinstallation. Und sie wird das Museum hier vollkommen verwandeln in einen Lichtraum. Sie wird ihre neue Arbeit zeigen, Okkupante, und das ist auch der Titel der Ausstellung. Hochspannend, hochaktuell. Danach geht es gleich weiter mit fast 20 künstlerischen Positionen von kubanischen Künstlern, und zwar kubanische Künstler, die durchaus schon im internationalen Kunstmarkt bekannt sind, wie beispielsweise Joan und Ivan Capote und Las Carpinteros, aber eben auch, und das ist uns ganz wichtig, ganz junge Künstler, die gerade erst Fuß fassen in der Museumsszene. Das Land ist ja nun jahrzehntelang abgeschottet gewesen und dank Peter und Irene Ludwig aber schon seit 20 Jahren seitens der Ludwig-Stiftung immer wieder betreut, begleitet worden, sodass wir da auf einen guten Fundus an bekannten Künstlern zurückgreifen können. Mit der langsam sich abbahnenden Öffnung Kubas genau diesen Künstlern auch nochmal ein neues Forum bieten wollen hier bei uns im Museum. Es geht dann gleich Schlag auf Schlag im Sommer weiter. Es wird Julian Schnabel kommen, allseits bekannt als großer Filmregisseur, aber eben auch als wunderbarer Maler und Künstler. Er wird persönlich zur Ausstellung Ende Juni hier im Hause erscheinen und er arbeitet derzeit an uns mit einem Neukonzept seiner Ausstellung hier. Da sind wir sehr gespannt. Lassen Sie sich ein Stück weit eben mitnehmen auf diese Reise. Und wir werden dann im September, wie immer zu dieser Jahreszeit, auch eines unserer Highlights zeigen. Wir werden Ero noch einmal hier im Hause vorstellen. Er gehört ganz bewusst auch zu unserer Sammlung, ist ein Künstler aus Island, aber schon seit über 50 Jahren in Paris tätig. Und insofern unsere Referenz zu Frankreich. Er wird in diesem Jahr 80 Jahre alt oder 80 Jahre jung, wie Sie wollen. Es wird neue Editionen geben, aber wir zeigen auch ein wunderbares Spektrum durch seine Tätigkeiten als Künstler. Und ich glaube, Ero ist so einer, der jetzt gerade aktuell auch wieder ein riesiges Revival erlebt. Er war gerade auf der Biennale in Miami zu sehen und die Besucher waren hellauf begeistert. Und wir gehen davon aus, dass eben auch bei uns die Begeisterung mit überschwappen wird. Das Jahr schließt dann mit einem Künstler, den wir sehr schätzen, Jeff Cohen, ein englischer Fotograf, der ebenfalls sehr lange in Paris gelebt hat und jetzt derzeit aber schon seit einigen Jahren seine Zelte in Berlin aufgeschlagen hat. Wunderbare Fotografien, die er sehr stark nochmal künstlerisch bearbeitet. Und ich glaube, das ist ein etwas ruhigerer, ein etwas klassischerer Ausklang zum Jahr 2016. Wir hoffen, Sie werden viel Vergnügen haben und Sie besuchen uns aktiv in unserem Ludwig-Museum.